Willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute ein Temu-Video für euch. Mal wieder. Und zwar habe ich diesmal so ein bisschen Einrichtungszeugs besorgt. Ja, die Weihnachtsdeko weg ist oder wegkommen sollte. Ich habe ja schon vorher bestellt und ich irgendwie was Neues haben wollte. Ich wollte nicht wieder alles so aussehen haben wie immer. Ich habe natürlich auch wieder einen Code für euch. Damit könnt ihr einen 100-Euro-Coupon-Bundle aktivieren. Und zwar gilt das für Neukunden-App-Benutzer. Der Code ist DKG8954. Ich blende den hier natürlich auch nochmal ein. Und ihr bekommt auch unten den Link, wo ihr direkt drauf gehen könnt. Also ich finde, es lohnt sich. Ich habe diesmal, wie gesagt, ein bisschen andere Sachen bestellt. Bislang bin ich mit den Temu-Sachen total zufrieden. Also Preis-Leistung stimmt da auf jeden Fall. Starten wir mal mit dem ersten Produkt. Ich habe hier Badetücher, so Mikrofaser-Badetücher bestellt. Ich wollte mal was anderes. Die sind richtig schön weich und flauschig. Und ich hoffe, dass die richtig schön trocken machen. Dieses Riesen-Badetuch hier kostete 12,49 Euro. Ist wie gesagt ein sehr großes. Dann habe ich auch noch mal eins in klein bestellt, weil ich mal einfach nur mal testen wollte. Das in rosa, das ist auch sehr schön. Finde ich toll, so als Gästehandtücher. Kann man auch aufhängen, hat auch so einen kleinen Schnippel. 3,99 Euro, auch wieder super weich. Ich bin gespannt, wie es trocknet. Ich kann mir nur vorstellen, dass es sehr gut trocknet, so wie es sich anfühlt. Wir haben so viele Kuddelmuddel bunte Handtücher im Bad und ich wollte mal irgendwie einheitlich. Wollte jetzt aber nicht direkt 10 Handtücher bestellen, sondern erstmal testen. Ich werde die auch erstmal waschen und erstmal benutzen, gucken, ob die so für uns gut sind und dann die restlichen dazu bestellen. Ja, dann habe ich ein Makramee-Wandregal bestellt. Ich habe hier schon mal eins. Das haben wir jetzt im Schlafzimmer. Und jetzt habe ich nochmal so eins hier bestellt. Die werden so an die Wand gehängt, stehen dann so ein bisschen ab. Und dann kann man da was Schönes, Nettes draufstellen. Finde ich sehr schön, wenn man so ein bisschen Vintage-Style eingerichtet ist. Kostete 18,29 Euro. Ist aber auch nicht so klein, finde ich, und schon sehr aufwendig verarbeitet. Da muss ich nur ein Fleckchen natürlich jetzt versuchen, aber das wird sich auf jeden Fall finden. Dann habe ich hier entdeckt, habe ich noch nie gesehen, finde ich super gut, ein Ständer für Haarreifen und sowas. Genau, so wird es hingestellt. Und hier kann man die Haarreifen dann drüber hängen. Finde ich eigentlich ganz cool, auch in Rosé. Nimmt dann auch nicht so viel Platz weg und da passt ordentlich was drauf. Die haben hier auf der Abbildung 6 so dicke Haarreifen. Die Olivia hat mehr so kleine. Und hier haben sie Haargummis noch drüber gestülpt. Also die 3 für Haarreifen benutzt und den restlichen, den letzten da für Haargummis. Finde ich auch gut, weil die fliegen nämlich bei uns auch immer überall rum. Fand ich ganz cool. Da hat die Olivia mal eine kleine Aufbewahrung, die auch ordentlich aussieht. 2,69 Euro. Dafür kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Auf der Couch haben wir alles in so Altrosé. Ich habe auch so eine Altrosé-Flausche-Wolldecke. Oder, ja, ist keine Wolle, aber so eine Flausche-Decke. Wollte aber mal was zum Wechseln und habe mir jetzt da was in Creme bestellt. Einmal hier so eine richtig flauschige Decke. Die sieht auch schon sehr flauschig aus. Die hat so ein bisschen Muster. Auch so ein bisschen Makramee-mäßig Muster. Und ist riesengroß. Also auf jeden Fall groß genug. Ich teste mal hier auf der Couch, wenn man die hier so drüber wirft. Ja, geht die einmal fast, ja doch, die geht komplett drüber. Da haben auf jeden Fall alle drunter Platz. Super weich, super flauschig. Kostete 19,99 €. Ich habe gedacht, zum Jahreswechsel machen wir jetzt einfach mal was Neues. Dann hat mich noch super angelacht hier diese Schüssel, sag ich mal. Das ist so ein Korb und ein Deckel. Und hier kann man diese Kleenex reinmachen und die kommen dann hier oben raus. Fand ich auch richtig schön. Sieht super gut aus. Da sehen die Tücher nicht so blöd aus. Nur mal gucken, welche Packung jetzt da reinpasst genau. Und dann werde ich die auf jeden Fall hier hinstellen. Finde ich auf jeden Fall ansehnlicher als diese Pappboxen immer. Ich meine, die gibt es auch schon in schön. Ich versuche ja immer schon, die schönen auszusuchen und zu kaufen. Aber trotzdem sieht so eine Box hier natürlich viel besser aus. Kostete 9,49 Euro. Dann haben wir natürlich passend zur Decke auch Kissenbezüge. 2 Stück in Creme. Die waren so im Zweierset. 9,49 Euro. Da habe ich auch überlegt oder mir auch gedacht, ich probiere sie erstmal aus, wie sie aussehen. Ich muss sagen, die sehen fast genauso aus wie unsere rosanen.
Die werde ich dann gleich abnehmen und die beigen mal drauf machen. Wo wir da jetzt erstmal nur zwei von haben, aber nicht schlimm. Die kann man, denke ich, auch ganz gut mit den rosanen kombinieren. Dann habe ich mich total in dieses Gewürzglasdosen, Glasdosen, wie auch immer, Set hier verliebt. Ich dachte für Zucker, Salz, hier sind noch so Löffel, die da reinkommen. Natürlich auch die Einsparung, dass das alles so auch da reinpasst. Hier sind noch zwei Löffel bei, also ist alles komplett. Fand ich richtig schön, so eine Küche hinzustellen. Da hat man Salz, Zucker und ja, was ich in dem anderen reinmache, weiß ich jetzt noch nicht genau. Irgendwas, was wir oft benutzen. Vielleicht sogar Kakao, weil die Olivia ja jetzt wieder ab und zu Kakao trinkt. Dekorativ und für unseren Salzstreuer und Zuckerstreuer haben wir einfach in der Küche nie Platz. Fällt ständig aus dem Regal. Ich wollte die gerne so hinstellen, aber finde ich irgendwie nicht so schön. Oder unsere Behälter sind einfach nicht schön. Kann man aber auch, finde ich, zum Backen Vanillezucker, Backpulver, sowas reinmachen. Finde ich auch cool. Hat man ja die passenden Löffel oder irgendwelche Gewürze, die man ständig benutzt, kann man auch da reinfüllen. Kurkuma und keine Ahnung. 13,99 Euro ist auch richtig Glas. Dann hat mich angelacht, also schon lange ehrlich gesagt, dieses Messer, wo man so Wellensachen schneidet. Kartoffeln waren da angegeben, aber ich fand es cool für Möhren, muss ich ehrlich sagen. Für so ja, Gemüsepfannen, wo Möhren reinkommen und wenn man die dann so schneidet, finde ich schon cool. Kostete 2,99 €. Ja, wollte ich jetzt auch einfach mal ausprobieren. Ansonsten, wenn man Kartoffeln, Kartoffelsalat oder Kartoffeln schneidet in Scheiben. Manche machen ja auch Bratkartoffeln aus Scheiben. Wir machen ja Würfel seit neuestem. Kann man die auch damit schneiden, finde ich. Dann hat man irgendwie so coolere Kartoffeln. Weil ich schon vorsorglich wusste, dass unsere Läufer fast alle Flecken haben, die nicht mehr rausgehen. Unsere Esstisch. Läufer. Ich bin immer auf der Suche nach schönen Läufern und auch nicht ganz so teuren, weil die halt schnell bei uns Flecken bekommen. Und da hat mich dieser hier auch angelacht. Der passt dann auch zu diesem ganzen Beige, Naturton, Makramee, Boho-Style, Einrichtungsstil. Ist so Jute-ähnlich, würde ich sagen, aber ein bisschen weicher. Ja, der gefällt mir auch sehr gut. Wie gesagt, für unseren Esstisch 1,60 mal, keine Ahnung, 30 würde ich sagen. Schätzungsweise, ich habe jetzt die Maße nicht genau vorliegen, 8,49 Euro, aber auch da gab es wieder verschiedene Größen auszuwählen. 8,49 Euro finde ich auch einen super Preis für einen Tischläufer. Dann habe ich mir schon öfter, schon beim letzten Mal, diese Reinigungstücher für die Küche von Temu bestellt. Die finde ich echt mega. Jetzt habe ich mir nochmal welche geholt in so grau und rosa, einfach weil man davon nie genug haben kann. Zum Abwischen von der Küche, zum Geschirrspülen. Sind die einfach echt sehr gut. Das ist so, ich weiß es gar nicht, Mikrofaser, aber flauschiger. Die sind sehr saugfähig und echt schön. Beim letzten Mal hatte ich so bunte, also so mit Muster, mit Küchenmuster und so. Die haben mir jetzt von der Optik her nicht so zugesagt. Und die waren, also die konnte man nicht auswählen, wild gemischt. Und jetzt habe ich die gesehen und ja, die haben mich jetzt farblich ein bisschen mehr angelacht. Ist ein bisschen dunkler, ein bisschen heller und grau. Also echt sehr schön. Das sind 10 Stück für 3,29 €. Die gibt es auch wieder in verschiedenen Umfang. Also die kann man auch als noch mehr und noch weniger bestellen. Und ich glaube, da könnte man auch ein bisschen Farbauswahl machen. Ich verlinke euch die Artikel natürlich auch. Ja, und Ewigkeiten bin ich auf der Suche nach Salz- und Pfeffermühle elektrisch, weil wir so viele Pfefferkörner und Meersalzkörner, grobes Meersalz haben. Oft sind die einzeln und dann sind die so groß, also sehr viel höher jetzt als dieses Modell. Und jetzt habe ich einfach mal zugeschlagen, bevor man immer stundenlang, monatelang immer überlegt. Hier gibt es einmal so eine Platte. Ist jetzt bestimmt keine Batterie drin. Genau, die sind batteriebetrieben. Kann man die hier so auf der Platte so aufstellen. Wie die genau jetzt funktionieren und mit der Batterie und so und Befüllung, das werde ich nachher machen. Batterie ist schon mal hier oben. Diese, ich glaube, das sind 3x A-Batterien. Hier ist der Knopf, hier unten wahrscheinlich die Befüllung und hier unten kann man Mahlstärke wählen. Kostete 15,69 €. Ich werde mal schauen, hier ist auch noch so eine Bürste bei gewesen. Ich werde mal schauen, wo ich die dann hinpacke in die Küche. Ich habe ja, hier macht man es auf, wenn man es dreht und wieder zu. Habe ja die Küche letztens gründlich aufgeräumt, ein bisschen Platz auf der Arbeitsplatte geschaffen. Ja, und zu guter Letzt habe ich mir dann noch eine wiederverwendbare Backmatte bestellt. Ich habe schon eine oder zwei sogar, aber helle. Mich nervt, wie die einfach nach einmal benutzen aussehen und man kriegt die auch nicht mehr richtig sauber. Und ehrlich gesagt mag ich die dann auch nicht mehr benutzen. Vor allem nicht, wenn man irgendwie noch Gäste oder Besuch hat und dafür auch noch mit kocht.
sieht es irgendwie einfach nur dreckig aus. Das sind zwei wiederverwendbare Anti-Haftofenmatten. Die werde ich mal ausprobieren. Auf jeden Fall wird man da die Flecken nicht drauf sehen. Die kosteten 3,49 Euro. Ich muss auch mal gucken wegen dem Maß. Meistens sind die ja so ein bisschen Standardmaß. Aber es gibt ja auch Ofenbleche, die ein bisschen größer und ein bisschen kleiner sind. Da muss ich gleich mal gucken, ob das passt. Das war's auch schon. Das war meine Haushaltsbestellung von Temu. Mal nichts für die Kinder ausnahmsweise. Die beiden haben sich schon so gefreut. Ein Paket von Temu. Ich habe gesagt, ist nichts für euch da drin. Tut mir leid. Nur für die Optik. Obwohl gut. Doch, die Olivia hat ja den Ständer für die Haarreifen. Aber ich denke, da wird sie sich jetzt nicht so drüber freuen. Ist mehr so für mich, für die Ordnung. Damit es schöner aussieht. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Code benutzt. Wenn ihr da mal eine Probebestellung abgebt. Ich muss ehrlich sagen, also ganz viele Sachen lohnen sich da einfach zu bestellen. Und wie gesagt, bin ich bis jetzt durchweg zufrieden. Ich habe jetzt nichts gehabt, wo ich gesagt habe, aber auch die Retoure, Rücksendung bei Temu ist super easy. Ihr könnt das eine Bestellung, also ein Paket aus einer Bestellung immer gratis zurücksenden. Also ist das mit der Rücksendung auch kein Problem und ihr könnt einfach super mal was testen, auch wenn ihr nicht zufrieden seid, es einfach zurücksenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Denkt dran, ich packe alles in die Infobox, da könnt ihr alles nochmal genau nachlesen und auch den Link. Dann braucht ihr euch diesen Code nicht merken. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr die neuen Videos nicht verpasst. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!